Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2 mit mir, Benoshi, und ein fröhliches Halloween wünsche ich euch. Oder auch Happy Halloween! Naja, könnt ihr sehen, wer wollt. Halloween-Folge. Ihr seht an meinem LKW, Halloween, habe ich ja auch schon am Dienstag, beziehungsweise am Donnerstag gehabt. Und ja, die schöne Lackierung. Und ja, ich habe mir auch mal einen neuen Auftrag jetzt an Land gezogen. Weil bei der letzten Aufnahme ist mir ein bisschen was schief gegangen. Ist halt so. Konnte ich leider meine Fahrt euch nicht zeigen. Den Rest, Gott sei Dank. Ja, wie ihr seht, ich habe auch schon wieder 5% Schaden am LKW. Ja. Wir haben Altkunststoff von Magdeburg nach Amsterdam. So, ich habe jetzt schon gerade geschlafen. Den Kram habe ich schon am LKW dran. Den Altkunststoff. Muss ich nur mal gucken, wie ich hier irgendwie rausmanövrieren kann. Also passt. Super. Ach, wir müssen ja sowieso da runter. Okay. Dann passt das ja. Ja, außerdem habe ich ja immer noch hier mein Pumpkinhead, mein Pumpkin-Wackelhead. Hier so, blim, 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 blim. Ja, meine Fledermaus da oben habe ich auch noch fleißig, die da rumflattert in meinem Führerhäuschen. Führerhäuschen hat er gesagt. Ha. Und immer noch mein Wackeldackel, mein Kompass, mein verdammt teures angebissenes Sandwich für 999 Euro. Das ist ein bisschen sehr teuer. Ja, aber wie gesagt, auf geht's nach Amsterdam. Vielleicht können wir uns ja noch was holen. Zwicker, zwicker. Ja, nee, Zollkontrollen habe ich hier noch keine erlebt. Also von daher können wir gleich eine Ladung mitbringen. Wir fahren, fahren, fahren. Hoffentlich besser als vorhin. Umtidumtidu. Ja, zu Halloween. Ich bin auch schon mächtig aufgeregt, weil ich habe nämlich heute Abend noch was vor. Ich will noch mal jemanden erschrecken gehen. Hab mir extra bei einem sehr, sehr guten Laden eine tolle Maske gekauft und ja, das wird lustig werden. Ja, und übrigens Halloween. Ich mache heute Abend einen Halloween-Livestream. Ihr seid natürlich gerne dazu eingeladen. Wird vermutlich ab 20 Uhr anfangen bis Open End. Was gespielt wird, weiß ich noch nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Oder ihr schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr ganz gerne mal sehen wollen würdet. Also von den Let's Playern, die ich hier habe. Ich bin auch am Überlegen. Wirklich nur reiner Überlegen. Auch nochmal so ein kleines Let's Play über World of Warcraft zu machen. Weiß nicht, was ihr davon halten würdet, ob ihr euch das angucken wollen würdet. Dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Denn wie gesagt, also von World of Warcraft habe ich null Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da abläuft. Wie gesagt, bin absoluter Neuling. Und das wäre natürlich ganz schön heftig da für mich. Aber ich bin, wie gesagt, halt so am Überlegen, ob oder ob nicht. Ja, bitte mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, ich sag's auch heute Abend nochmal im Livestream. Ja, außerdem bin ich auch anderweitig aufgeregt. Jetzt ist mein Stuhl liegen locker, na toll. Wie gesagt, einerseits, wie gesagt, generell wegen Halloween.
Da habe ich übrigens einen kleinen Tipp für euch. Wenn euch das nervt, wenn die ganzen kleinen Kinder andauernd bei euch an die Tür bummern oder euch irgendwelchen Dreck an die Tür schmeißen oder euch mit Kreide irgendwo die Türen bemalen oder irgendwas, macht einfach mal eure Tür auf, wenn sie klingeln oder klopfen. Und gebt denen was, dann machen sie es nicht. Nur so als ganz kleiner Tipp nebenbei. Ja, Idiot da hinter mir, ey. Ja, nee, und andererseits, wie gesagt, bin ich auch negativ aufgeregt. Aber hat hier nichts mit diesem Spiel zu tun. Da guckt euch am besten mal die heutige Let's Play-Folge vom Landwirtschaftssimulator an. Da werde ich es euch dann mal erzählen. Und im Livestream werde ich es auch nochmal erzählen. Also ja, nee, aber wie gesagt, ich bin, wie gesagt, hellauf begeistert von Halloween. Macht mir schon seit etlichen Jahren Spaß. Weil ich war letztes Jahr auch auf einer Halloween-Party, also das hat so einen Spaß gemacht. Da waren wir alle verkleidet, also hat Spaß gemacht. Ich sollte mal wieder ein bisschen vom Gas runtergehen, auch wenn es schön ist, mal ein bisschen schneller zu fahren. Aber das Unfallrisiko steigt, denn wir haben noch 360 Kilometer vor uns. Ich meine, gut, hier ist nur eine gerade Strecke, aber reicht schon. Man sieht ja hier, wie ich hier hin und her eier. Gesehen im Rückspiegel. La 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 la. Freie Strecke habe ich auch nicht allzu oft. Gerade auf der Autobahn? Na ja, da kommen sie wieder, wenn man vom Teufel spricht, der Herr. Mann, Mann, Mann. Auch wieder, okay, bimmewe. Das ist doch bestimmt ein 318er gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Modellen mittlerweile nicht mehr so genau aus. Früher war es mal besser. Wir fahren, fahren, fahren. Hier muss ich wieder runter. Also muss ich wieder rechts runter. Ach je. So, Landstraße. Oh Mann, und der überholt mich hier. Ey, bleib mal schön hinten. Auch mal jemand abbremsen, nicht nur ich.
da da ein LKW kommt, muss ich auch abbremsen, weil sonst wäre ich dem hinten drauf geknallt. Weil ich wollte überholen, aber in Kurven überholen macht sich immer sehr ungünstig. So, jetzt könnte ich aber, wenn ich genug Speed drauf kriege. Wunderbar, passt doch. Na, geh aus, du blöder Blinker. So, den auch gleich wieder überholen. Vorbei ist vorbei. Ja, und bremsen sollte ich auch mal. Oh, das ist mir nämlich vorhin schon, was ich euch ja nun nicht zeigen konnte, passiert. Habe ich in der Kurve eine Vollbremsung hingelegt und bin dann natürlich erstmal voll aufs Dach geflogen. Ach ja. Wenigstens gibt der hier mal ein bisschen. Ach, halt, nee, falsch. Ich muss geradeaus weiter. Da hinten muss ich links, nicht rechts. Ach, ich gucke aber auch nicht mehr, ey. Nee. Ey, ich bin zu hibbelig. Oh. Ich bin wirklich viel zu hibbelig, also. Ich will immer schnell und dann passiert's. Aber gut, ich meine, muss ich jetzt mal so überlegen. Ich glaube, es müsste jetzt hier Folge 176 sein. Oder sogar schon 177. Und ich meine, nach 177 Folgen ist schon ganz schön heftig. Das bedeutet 177, das müssten dann theoretisch gesehen 175 Tage. Also zumindest die Zeit, ich habe ja den Euro Truck Simulator eine Zeit lang auch täglich rausgebracht, bevor ich es ja geändert habe. Und also sagen wir mal 130 oder 140, okay, 150, sagen wir mal 150 Folgen am, also wirklich pro Folge 15 bis 20 Minuten. Das ist schon, und dann wie gesagt 7 Tage die Woche, jeden Tag eine Folge. Ist schon nicht gerade ohne. So. Ja. Schon wieder Sauerstoffmangel. Der eiert hier aber auch mal zurecht, der LKW. Naja, gut, wir haben noch 139 Kilometer vor uns und ich würde auch mal sagen, das war schon wieder für heute. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Schaltet auch heute Abend mal in meinen Livestream mit rein. Den Link zu meinem Livestream findet ihr bei YouTube oben rechts in meinem Kanalbanner. Da habt ihr dann die Rubrik Livestream in so einem klitzekleinen Fensterchen direkt im Banner. Da wo auch die Werbung ist mal für Google Plus und so weiter, so die Buttons. Da einfach mal draufklicken, da könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren bzw. mir ein Follow da lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen und wie gesagt, ich denke mal ab heute Abend, ab 20 Uhr geht's los. Werde ich aber noch ein kleines Ankündigungsvideo machen. Schauen wir mal. Gut, also ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch ein frohes Halloween, einen frohen Halloween-Abend und freue mich dann, euch dann auch beim nächsten Mal wiederzusehen. Gut, also viel Spaß bei Trick or Treat und Happy Halloween, euer Ben Oschi.